Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind mitten im Quest, deswegen laufe ich mal los. Ihr wisst ja, was zuletzt passiert ist. Ui. Und ich nehme mal meine anderen Waffen. Genau. Wo? Dachte, die wäre schon längst weg. Ja, es ist so. Also, wir sind im Quest das Berggefängnis. Besin und seine Gefolgsleute sind bereits in den Berg eingedrungen, in Kamazandu gefangen ist. Wir müssen zum Gipfel gelangen und Besin dort daran hindern, den Iskaro-Lord zu befreien. Und ich glaube, wir werden hier am Ende gegen den Iskaro-Lord, so wie es klingt, kämpfen dürfen. Ja. Und darauf freuen wir uns ja alle total. Oha, oha. Das sieht aus wie einfach nur... Ja. Machen wir mal so. Das bin ich und wir haben wieder eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. Es ist sehr, sehr doof, aber so ist es. Prismere-Chakrams und Kohle, aber dafür haben wir die Ecke ein bisschen gesäubert. Theoretisch könnte ich ja hier nochmal hinkommen, die kann ich eh nicht öffnen, ne? Doch, die kann ich öffnen. Okay, dann nehmen wir mal alles mit. Was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. So, wo darf es jetzt hingehen? Ja, ja, wir gehen mal hier lang, Leute. Kommt mal alle mit. Oh, scheiße. Warum sind jetzt nur noch zwei da? Das ist scheiße. Nein, es sind noch alle drei da. Sehr schön. Dietriche, bitte. Warum kriege ich keine Dietriche? Es ist echt... Ah! Ich will Dietriche. Alle drei sind noch da. Das ist sehr schön. Ihr habt noch... Lebt ihr alle? Wunderbar. Wen haben wir hier? Und wir machen das mal alles kaputt hier. Zerstören mal euren ganzen Scheiß, den ihr hier plant. Hier ist irgendwie nichts. Wir gehen weiter. Kommen wir da jetzt nicht gerade her? Bin ich jetzt doof? Waren wir jetzt hier gerade oder nicht? Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Thank you.
Immer noch alle da? Ja, ne? Schön. Alle sind noch da, alle leben noch. Die deppern wir kaputt. Ich will die Trüche. Ja, bin ich. Kommt ihr? Ich hab Angst. Kommt ihr? Ich will nicht alleine sein. Mit dem T-Rex. Wir halten sie auf. Ihr geht weiter. Tut, weswegen ihr hier okay. seid. Okay. Warum? Ja, aber ich werde ja hier auch angegriffen gerade von dem Typen. So, und wie komme ich jetzt hier durch? Komm hier nicht durch. Was mache ich jetzt? Bei den Göttern. Ja. Ich würde ja hier, aber ich kann nicht. Muss ich jetzt hier meine Power einsetzen und ist nicht, dass die dann weg ist? Das ist voll doof. Die habt ihr alle getötet? Da kommt man nicht weiter. Also ich glaube, ich muss jetzt hier meine... Ich muss meine Schicksalspower einsetzen, aber dann ist die ja weg für den Kampf gleich. Das ist doch auch scheiße. Hoffentlich habe ich die dann nicht... Ja, na gut. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, super. Jetzt habe ich sie vertrüddelt. Ich komme hier nicht durch. Hallo, ich bin die Schicksalsbrecherin. Ich will hier durch. Irgendwie nee. Ich sagte, wir halten sie auf. Ihr geht weiter. Tut, was ihr tun müsst. Was muss ich tun? Geht. Benutzt den Hammer. Zerstört Kamazandus. Ach so. Krone und besiegt Besin. Ach so, mache ich das. Ach so. Ja, kann ich das damit machen einfach, ja? Also, wenn ich hier den Hammer schwinge. Ah. Geile Scheiße hier. Okay. Da kann ich dann durchlaufen, aber ich soll hier lang. Spitze des Wolkengipfels. Und die stehen da und passen auf. Und ich kann aber auch hier durch, ne? Die öffne ich. Ach so, nein, die wird auf ungewiss. Geht nicht. Okay, dann gehe ich. Dann gehe ich mal, ne? Dann bleiben die jetzt hier, na gut. Den Hammer. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Mit dem Hammer. Ich dumm. Einfach mal einen Hammer schwinge mal drauf. Hast du dir so gedacht? Bam, 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 bam. Ich glaube, der sieht nur noch Sterne. So. Ich habe aber keine Lust mit dem Ding hier die ganze Zeit so. Hämmer, Frau. Okay. Was haben wir hier eigentlich Schönes bekommen? Habe ich noch gar nicht. Wir nehmen mal unsere. Unsere Bekannten. Hallo. Thank you.
einen Niskaro nach dem anderen muss dran glauben, aber jetzt haben wir so richtig Niskaro-Probleme hier. Also, so stark hatten wir den Befall noch nicht. Reparaturkit, Goldmünzen, Schattenbababa, schön, schön. Wir, im Schattenprisma kann man ja auch ein schönes Ablenkungsmanöver starten, will ich aber immer gar nicht, weil, ja. Der hat auch dran glauben müssen. So, wie ist das jetzt hier? Kann ich hier weiterlaufen? Ich glaube, da hinten komme ich weiter, genau, mit dem Hammer. Muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass man diese komischen Dinger hier mit dem Hammer, da zerkloppen kann. Ich krieg die Triche, das ist ja der... Ja, und dann ist das Inventar natürlich voll. Willst du mich veräppeln? So, wir benutzen mal den Kram hier. Kann ich jetzt die Triche nehmen? Dankeschön. Oh. Und wieder die andere Waffe. Den mystischen Hammer. Schwingen. Bis alle Niskaro dran glauben mussten. Oh. Nein, ich will nicht sterben. So, den nehmen wir mal. Das nehmen wir auch. Das auch. Und das. Ach so, weil ich den Hammer habe. Deswegen komme ich hier nicht klar gerade. Okay. Och, Manno. Ey. Das nervt. Ich werde immer voll aggro, wenn die so stundenlang auf einen draufkloppen und man selber nichts machen kann. Ich hasse das. Das nervt auch langsam hier mit dem Hammer. Ich will nicht mehr. So. Die Dinger habe ich alle kaputt gekloppt. Dann, ja. Kann ich jetzt mal machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal speichern zwischendurch. Damit wir sicher sind für den Fall der Fälle. Vorher gehe ich aber nochmal hier um die Ecke. Da war noch... So, Anrubesin sollen wir jetzt besiegen. Oha, jetzt wird's spannend. Hier ist noch ein... Da. Nein. Hätte ja sein können, dass da Dietriche drin sind. Das wäre wichtig gewesen. Alles andere ist gerade nicht so wichtig. Dietriche sind wichtig. Dann wollen wir mal. Hier, den Laden. Bisschen aufmischen. Was habt ihr getan, ihr Närrin? Ihr denkt vielleicht, der Krieg sei vorbei, aber ihr wisst es nicht. Die Feien werden zurückkommen. Es wird andere Feinde geben, sogar noch schrecklicher als diese Feien. Was hättet ihr getan? Wir führen diesen Krieg nun schon seit mehr als 10 Jahren. Wir könnten noch 100 weitere kämpfen und würden doch nichts erreichen. Ich hätte ihn beenden können. Ich hätte 1000 Jahre des Friedens und der Sicherheit unter meiner Herrschaft versprechen können. Mit Kamazandu an meiner Seite und einer Heerschar von Niskaru unter meinem Kommando. Wer könnte da eine Bedrohung für uns sein? Niemand. Ich, unter eurer Herrschaft? Ich bin der Doktrinenrat, hier ist überdrüssig. Macht muss verhüllt bleiben. Führung aus dem Verborgenen kommen. Diese Feiglinge. Wahre Macht muss sich zeigen und ihre Schwingen ausbreiten. Na gut, Niskaro-Lord, euch folgen? Ach, bitte. Mir folgen?
Ich hätte ihn befreit. Aber natürlich. Und Farlang war sich sicher, dass es das Netz aus Zaubern getan hätte. Ich konnte ihn spüren, fühlen, wie sein Feuer durch meine Adern schießt. Wir waren beinahe eine Stimme, ein Verstand. Welchen Unterschied macht es da, wer wem folgt? Aber ihr habt diese Bande durchtrennt. Ihr hätte mir Macht verliehen, die Macht, uns alle zu retten. Und ihr habt mir das genommen. Und dafür werdet ihr bezahlen. Sterben. Okay. Oh, ich mit meinem Hammer hier immer noch. Kind, es scheint, als würde ich meine Glieder nicht so bald recken. Es ist ein Jammer, dass der Zauberer sich als so schwaches Instrument meines Willens erwiesen hat. Hätte ich doch nur ein besseres, stärkeres! Was wollt ihr tun? Ihr seid gefangen. Wohl wahr, ein Jammer. Ich war fast frei, nach so langer Zeit. Doch das Siegel ist beschädigt. Mein Verstand kann nun wandern. Stellt euch nur vor, was ich tun könnte, hätte ich ein Instrument, durch das ich auch handeln könnte. Macht mich zu eurem Instrument. Das wird niemals geschehen. Ein Instrument, das durch das ich handeln könnte? Warum sollte ich dem denn helfen? Was passiert denn, wenn wir das sagen? Also sind wir dann selber jetzt irgendwie böse? Macht mich zu eurem Instrument. Oh, ein Schwert. Ist ein Instrument, doch es wird ob seiner Taten geschätzt, nicht seiner Worte. Eure Freundin und Kameradin wartet unten. Tötet sie und kehrt zu mir zurück. Das Blut dieses Mannes wird eure Geburt sein. Oha. Das werde ich doch niemals tun. Nein, die ist total super. Ich werde die nicht töten. Ich wollte einfach nur wissen, was dann passiert, wenn wir das sagen. Oh Gott! Was habe ich getan? Zurück? Doch die Tat ist nicht vollbracht.
vergießt Blut oder lasst mich in meiner Gefangenschaft allein. Lass ich dich in deiner ich werde dich nicht töten. Nein! Zurück. Oh, lass mich doch mal sein. Wo ist der Typ denn eigentlich? Warte mal. Nee, das hatten wir schon. Ich werde dich nicht töten, ganz sicher nicht. Wir sollen uns in der Halle des Erstgeweihten treffen. Geht es euch gut? Ihr wirkt... Was ist das in euren Augen? Die Flammen des Chaos! Verräterin! Nein! Nein! Oh, scheiße! Nein, ich will sie... Ich wollte das doch nicht! Oh, scheiße! Dies ist mein erstes Geschenk an euch. Nun geht zu euren Kameraden. Tötet sie! Tötet sie! Oh, scheiße. Nein, das werde ich natürlich nicht tun. Ich werde das hier alles nochmal machen und mich für die andere Seite entscheiden. Geht schon, geht. Verdient euch euer Recht. Ihr Blut wird eure Geburt sein. So, wir können uns also auch auf die dunkle Seite der Macht begeben, wenn wir wollten. Und ja, das werde ich aber verhindern. Lieber kämpfe ich den ganzen Mist nochmal, ist ja kein Problem. Und dann sehen wir uns im nächsten Part an derselben Stelle nochmal wieder, wo ich eine andere Entscheidung treffen werde. Nämlich, dass ich sage halt, das wird niemals geschehen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was passieren würde. Krass, da kriegen wir voll den Auftrag und werden hier der Anhänger von vom Teufel selbst wahrscheinlich. Geht schon. Ja, ja. Okay, krasse Scheiße. Aber kein Problem, das nochmal rückgängig zu machen. Das werde ich natürlich tun, weil ich bin eine gute Dolkalfa und nicht eine böse Dolkalfa. Wir sehen uns. Bis dann.